Schneeeulen, die einzigen Eulen der Antarktis, sind mit ihrem hellen Gefieder und den befiederten Füßen an die baumlose, schneereiche Tundra angepasst. In der schneelosen Zeit brütet das durch ein dunkles Wellenmuster getarnte Weibchen in selbstgegrabenen Bodenmulden. Schneeeulen jagen im Gegensatz zu den meisten anderen Eulenarten auch tagsüber. Hauptnahrung sind Lemminge, deren Populationen jedoch regelmäßig zusammenbrechen. Massenwanderungen der Eulen in nahrungsreichere Gebiete sind die Folge. Zum Winter legen sie Fettpolster an, dank derer sie über einen Monat ohne Nahrung auskommen. Bei gutem Jagderfolg sammeln sie einen Vorrat von bis zu 80 Lemmingen am Nest. Der Klimawandel verändert jedoch das Nahrungsangebot. Dadurch ist die Zahl der Brutpaare stark zurückgegangen.